Guten Morgen, es ist wieder Freitag und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Videotagebuch. Das ist die Folge 64 heute. Ich bin die Tina. Im Internet findet ihr mich als Tina Söckchen, so heiße ich auf Ravelry. Und ansonsten heiße ich Elfenwolle, zum Beispiel auf Instagram. Elfenwolle kommt daher, weil meine kleine Firma Elfenwolle heißt. Ich färbe Spinnfasern und die gibt es in meinem Etsy-Shop zu kaufen. Außerdem gibt es bei Ravelry eine Gruppe, die Elfenwolle heißt. Da schreiben wir zu allen möglichen Dingen, vor allem zu meinen Fasern und Farben und dem Gesponnenen daraus oder dem Gestrickten daraus. Ja, da stehen auch die Termine drin, wo ihr mich finden könnt oder wo wir Stricktreffen oder Spinntreffen haben und alle anderen Informationen auch zu den Podcasts und zu den Shop-Updates natürlich. Heute gibt es kein Shop-Update, erst nächste Woche wieder. Ich mache ja immer einen 14-tägigen Rhythmus und letzte Woche hatten wir ja ein großes und erst in 14 Tagen, also praktisch nächste Woche wieder. Ja, aber einen Podcast versuche ich schon jede Woche zu machen. So, ich habe die kleine Elfe wieder rüber gehangen, damit ihr die mit dem Bild habt. Jetzt zoomt die Kamera auch gleich wieder mehr. Ja, so, ich zeige euch mal mein Shownotes. Da habe ich heute diese schöne Seite. Ich bin noch im Juli mit meiner Folge und ich habe wieder Wasser in meiner Tina-Tasse. Ja, was habe ich heute für euch? Ich habe etwas fertig und das habe ich auch an. Wer mir auf Instagram folgt, der hat es bestimmt schon gesehen, dass ich gestern gepostet habe. Den Knopf, den ersten. Ja. Aber vorher möchte ich mich noch bedanken für eure Likes und Kommentare, die ihr unter mein letztes Video gemacht habt. Ich habe mich sehr gefreut. Freue mich sowieso mal über eure Abos und über eure Likes und Kommentare. Und auch über eure Likes und Kommentare, die ihr mir bei Instagram hinterlassen habt. Da freue ich mich auch sehr. Ja. Und ich bedanke mich bei allen, die in meinem Shop zugeschlagen haben und was Schönes ergattert haben. Ja, ist ja noch was drin. Also wer noch was möchte, er findet noch was für diese Woche, wo es kein Shop-Update ist, der Shop trotzdem nicht leer. Ja. So, jetzt aber zu meiner wolligen Woche. Es regnet heute hier. Vielleicht hört ihr das wieder. Im letzten Video, wo es geregnet hat, also ich weiß nicht, ob das letzte war, das vorletzte, glaube ich, da hatte es ziemlich doll geregnet, da hat man es doch gehört, weil das bei mir auf die Dachfenster tropft dann. Was ich sehr romantisch finde an der Wohnung. Ja, und jetzt regnet es auch wieder, aber nicht so doll heute. Ich habe ein fertiges Projekt für euch, was schon sehr lange auf meinen Nadeln war und was ja zuletzt auch gar nicht mehr auf den Nadeln war, wo es einfach nur noch an der Vollendung gehangen hat. Und das ist meine Lovely Luna. Ich habe sie an, aber ich ziehe sie dann gleich wieder aus, weil A wird es zu warm und B werde ich wahrscheinlich gar keine Wollsachen mehr anziehen können hier, weil die Kamera dann immer noch mehr zoomt, weil der Unterschied da einfach zu groß ist. Aber jetzt zur Lovely Luna. Ich habe mir auch mein Shownotes-Heft hergelegt. Ja, mein Shownotes-Heft, das habe ich ja immer hier liegen. Mein Datenblatt in meinem Heft hier, wo ich mir alles aufschreibe. So, die Anleitung Lovely Luna ist von Astrid Müller. Die ist auf Deutsch, ist aber eine Kaufanleitung. Aber ich kann sie sehr empfehlen, weil es ist im Prinzip eine Grundanleitung für eine Jacke, die man mit allen möglichen Garnen bestricken kann, wo man Muster reinstricken kann, nicht muss und Muster sind auch ein paar dabei. Also ihr könnt da wirklich wie im Baukasten ist das. Und das finde ich wirklich toll. Also ich habe die Jacke sehr gerne gestrickt. Das hat zwar gedauert, aber das ist bei mir so, weil ich A sehr wenig Zeit habe und wenn ich dann noch linke Rückreihen habe, dauert es noch länger. Aber das wisst ihr schon. Die mir eine Weile schon zuschauen, wissen das ja schon. Ja, ich habe sie angeschlagen am 14. Dezember im letzten Jahr. Also ich habe es unter einem Jahr geschafft, ne? Das ist ja schon mal was. Ja, und jetzt ist sie fertig. Ich habe sie aus handgesponnenen Garn gestrickt und zwar aus meinen Resten. Es sind alles so Sockenwollstärke. Es sind nicht alles Sockenwollen, aber es ist Sockenwollstärke. So, ich habe verwendet. Für die Kapuze habe ich Nadel 3,5 verwendet. Bin dann aber auf Nadel 3 runtergegangen, weil sich die Sockenwollreste einfach, sag mal, ich wollte ja auch keine löchrige Jacke haben, sondern eine dicke, also dicke in Anführungsstrichen, aber die nicht so durchlässig ist und die mich ein bisschen wärmt.
Und da bin ich dann auf die Dreiernadeln runtergegangen. Dann habe ich, was habe ich denn noch? Die Bündchen habe ich mit Nadel 2,5 gestrickt. Das wollte ich euch noch erzählen. Und ich habe, ich wollte sie vorher wiegen. Das habe ich vergessen, weil ich sie heute schon anhatte. Muss ich euch nochmal irgendwann nach. Oder schreibt es in mein Projekt Batterie. Ja, also ich habe 11 Knöpfe angenäht. Die Knöpfe waren noch das, was noch gefehlt hat. Also in der Anleitung selbst steht nicht, dass die Knöpfe haben muss, kann, soll. Aber ich wollte Knöpfe dran haben, weil ich sie wirklich als Jacke zum Zumachen haben wollte und nicht so was Offenes brauche ich nicht. Weil wenn eine Stelle an mir kalt ist, ist alles kalt. Und deswegen brauche ich keine offenen Jacken. Also ich brauche eine geschlossene Jacke. Und jetzt zeige ich euch erstmal, wie es mit Kapuze aussieht. So. Gefällt mir sehr gut. Obwohl ich die Kapuze selten trage, als ihr seht, so sieht es dann aus, wenn ihr die Kapuze ranstrickt, und mit der Kapuze wird auch angefangen. Also man könnte das jetzt hier auch umschlagen oder man kann es sich weiter reinziehen. Das geht auch, dafür reicht sie auch. Und die Kapuze wird auch als Maschenprobe verwendet, was natürlich auch sehr gut ist. So. Ja, Haare halt. Ja, ihr seht, ich habe die Knöpfe rangenäht, die ich von Miriam bekommen habe. Das waren jetzt die letzten und ich habe 11 Knöpfe angenäht und das ist eindeutig zu viel. Ich weiß nicht, was ich mir da wieder bei gedacht habe. Also, ich muss euch jetzt mal ein Stück zurück setzen mit mit der Kamera, damit ihr das sehen könnt. Ich mache es mal ganz vorsichtig. So, so sieht sie aus. Also mir gefällt sie sehr, sehr gut. Ich überlege, ob ich hinten an die Kapuze noch so eine Bommel ran mache. Und das ist jetzt meine Knopfleiste. Also ihr seht, es ist ein bisschen viel. Ich habe auch unten jetzt sind die Knöpfe noch offen. Da sieht es dann so aus. So unten könnt ihr es jetzt nicht sehen, außer ich setze euch noch ein Stück zurück. Achtung, es war Gött. Tassen festhalten. So, bis dahin geht sie jetzt, ne? Also es hat eine schöne. Trotzdem noch die Zehenspitzen hier stellen. Es hat eine schöne Länge. Ja, also sie gefällt mir. Ach, schön. Ich bin froh, dass sie fertig ist und dass ich sie anziehen kann. Die Ärmel habe ich sehr großzügig gestrickt. Das mag ich, wenn die sehr weit vorgehen und ich die eventuell noch umschlagen kann. Und der andere Ärmel sieht so aus. Ich habe bei den Ärmeln ein bisschen versucht, auf die Farbfolge zu achten. Na, alles andere ist wild durcheinander, aber hier habe ich darauf geachtet, dass ich eben die Farben, die sind nicht gleich, weil ich habe es zwar abgewogen, aber ihr wisst ja, wie das mit den handgesponnenen Garnen, die haben von der Lauflänge her immer ihre eigene Methode. So, die Knöpfe habe ich immer mit Gegenknöpfen wieder angestrickt, damit es mehr Halt hat. Das sind so Wäscheknöpfe. Die hatte ich euch ja schon mal gezeigt in einer Folge. Erstaunlicherweise habe ich die Knopflöcher wirklich in der richtigen Größe gestrickt. Das hat also funktioniert. Aber es sind im Prinzip zu viele Knöpfe. So. Jetzt ziehe ich sie aus, weil meine Kamera ist davon zu irritiert. Kann ich sie euch auch so nochmal zeigen? Und sie ist einfach ein Traum. Da muss ich euch wieder ranholen. Hilfe weg. Ja, das ist meine Lovely Luna und sie ist fertig. Ja, ein großes Projekt. Fertig. Ich habe ja im Moment vier große Projekte auf den Nadeln und jetzt sind es halt nur noch drei. Und das ist auch gut so. Also zu viele sind da nichts, weil ich komme eigentlich nicht wirklich an einem dann mal vernünftig weiter, sodass auch was fertig würde. Also es geht dann, wenn ich an jedem weiter stricke, dann immer langsam voran. Ja, weiter geht's. Ich habe noch mehr fertig, aber nicht mehr so große Sachen. Und zwar hatte ich euch ja im letzten Video erzählt, dass die Iris ein Video gedreht hat, indem sie berichtet von der Adventskalender-Söckchen-Aktion.
Und das ist eine ganz süße Aktion. Da habe ich ja gesagt, dass ich mitmache. Und letztes Mal hatte ich ja zwei fertig und dieses Mal habe ich drei dazu gestrickt. Diesen und diesen und diesen. Das ist aus dem Opalrest und diese beiden habe ich genau wie der. Also ich habe jetzt drei von dieser Sorte aus einem Rest gestrickt, aber ich finde, die sind alle drei ein bisschen unterschiedlich. Und das ist ein Rest gewesen. Ich kann euch nicht mehr genau sagen, was es war, aber es war mal irgendein doppelt gelegter Faden. Ich glaube, da gab es mal von Schoppe, meine ich, Wolle, die hieß UFO oder so. Oder war das UFO? Jedenfalls gab es von Schoppe mal diese doppelt gelegte Wolle, wo man zwei Socken gleichzeitig stricken konnte. Und da hatte ich eine mal mir als Probe gekauft und habe die gefärbt. Aber das ging gar nicht, weil A stricke ich ja nicht zwei Socken gleichzeitig und beim Abwickeln, also ich habe das echt mit meiner Tochter zusammengewickelt und das war eine Katastrophe. Jedenfalls lagen diese zwei Einzelknäuel jetzt die ganze Zeit bei mir rum, weil daraus habe ich nie Socken gestrickt. Und die alle in meine Restedecke geht ja auch nicht, es ist ja schon was reingewandert. Und deswegen habe ich mir gedacht, strickst du einfach mal hier paar kleine Socken für den Zweck, ist es ja super. Ja, also wenn ihr darüber noch was wissen wollt, das ist eine Aktion, die hat die Hella Bessel ins Leben gerufen. Zusammen mit der Sockenstricke-Socke. Also nicht mit den Zocker, nein. Mit der Sockenstricker-Vereinigung. Ja, genau. Die wird ja also von Tutto, ich will jetzt nicht sagen gesponsert, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle hängt die mit Zwerger zusammen. Tutto, das ist die Opalwolle. Und die zusammen machen diese Aktion. Und die Iris Julimond hat in ihrem Video darüber berichtet, wie man die Socken strickt. Sie hat also ein extra Video dafür gedreht und wenn ihr das wissen wollt, dann guckt da rein, weil es gibt eine ganz gewisse Art, wie man die Socken stricken soll, kann, muss, um die dann zur Hella zu schicken. Und ich versuche, die Socken jetzt der Hella zu geben, wenn ich in Lüneburg bin. Deswegen habe ich jetzt noch drei gestrickt, damit ich ihr wenigstens fünf geben kann. Denn ich glaube, bis Ende September oder so sollten die Socken da in der Sockenstrickervereinigung sein. Ja, also habe ich jetzt fünf kleine Söckchen und drei habe ich diese Woche gestrickt und die sind ja auch fertig. Ja, das zu meinen fertigen Projekten. Das sind ja schon ganz paar für meine wenige Strickzeit. Ich hatte nämlich wirklich sehr wenig Strickzeit diese Woche, weil alles Mögliche mich vom Stricken abgehalten hat. Und da ich das Video jetzt nochmal drehe, weil ich die Kameraseite gewechselt habe, weiß ich nicht, ob ich das euch im ersten Teil schon erzählt habe, aber ich glaube nicht. So ist das. Ja. Ja, ich habe also diese Woche mich an die Steuern gesetzt. Da fiel ein kompletter Abend im Prinzip weg. Das hat ewig gedauert. Und dann hatte ich noch Behördenpost, die ich beantworten musste und lauter so Kram, was man so eigentlich nicht braucht. Da ging meine Strickzeit weg. Aber ich habe trotzdem was gesponnen. Und zwar habe ich euch ja erzählt, dass ich ein Video drehen möchte für euch, wie ich meine Rohwolle kadiere. Und das habe ich letzten Sonntag gemacht, habe das Video gedreht für euch und habe in dem Video zeige ich euch, wie ich meine Kurzwolllocken, die ich noch habe, wie ich die kadiere. Bei der Gelegenheit ist natürlich ein Bett rausgekommen. Ich hänge euch das Video auch hinten dran. Das ist also nicht vorne dran, sondern hinten dran. Wenn das jemand nicht interessiert, ist es eigentlich besser, als es hinten dran. Dann braucht er vorne nicht vorspulen. Habe ich gedacht. So sieht das jetzt aus. Mein Bett, was ich gekurbelt habe. Und das ist so ein verwaschenes Lila. Und zwar aus dem Grund, weil ich da grüne Fasern mit reingemischt habe. Aus irgendeinem Grund war bei dem Blauholz irgendwas grün geworden. Vielleicht war das vorher gelb. Ich weiß es nicht mehr. Das ist es. Und guckt euch den Fluff an. Es ist doch ein Traum. Und so kann man es natürlich auch super verspinnen. Und da freue ich mich drauf. Und im Zuge dieser Aktion, meine Haare hängen mir heute auch dauernd in die Augen, im Zuge dieser Aktion habe ich ein anderes Bett noch mitgekurbelt, was ich schon vorgekurbelt hatte. Ich habe ja noch welche, die ich bei Sabine schon zweimal vorgekurbelt hatte, zwei oder dreimal. Weiß jetzt gar nicht mehr. Das habe ich mir noch mit ihr gekurbelt und habe das auch versponnen. Das ist das Einzige, was ich die Woche an Spinnerei geschafft habe.
Das ist wieder so ein gelbes, das ist mit allem möglichen Mischzeug gefärbt, unter anderem auch Dahlien mit drin, Zwiebelschalen und so weiter. Muss ich mal den Faden suchen. Hier ist er. Und ich habe versucht, das diesmal wirklich ein bisschen dicker zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gesehen habt. Ich sehe nämlich jetzt da nichts mehr. Also das ist mal alles, was ich gesponnen habe diese Woche. Ich wollte ja so viel machen, aber wie gesagt, es ist so viel dazwischen gekommen. Da habe ich nichts geschafft. Ja, wollte ich euch sonst noch was? Ach so, bevor ich jetzt mit den Wips weitermache, zeige ich euch noch meine Probefärbung. Weil Probefärbung habe ich gemacht. Und zwar habe ich in meinen Farben eine Färbung, die heißt An der alten Mühle und die gefällt mir total gut und die will ich auf keinen Fall verlieren. Die ist aber aus den alten Farben, die ich jetzt nicht mehr habe. Und jetzt will ich nicht die Farben irgendwie nachbestellen müssen, nur wegen der alten Mühle. Zumal das nicht so einfach ist. So, das ist meine neue alte Mühle. Die habe ich jetzt versucht zu reproduzieren mit den neuen Farben und das ist mir richtig gut gelungen, finde ich. Das gefällt mir. Das wird also meine neue alte Mühle, wenn die alten Farben aufgebraucht sind. Noch habe ich welche, aber wenn sie aufgebraucht sind. Da bin ich also richtig zufrieden damit. Und das habe ich jetzt alles auf Merino-Nylon-Reste gemacht. Die will ich dann auch mit verspinnen. Das ist ein relativ kleiner Rest jetzt. Da werden definitiv keine Socken draus. Und aus dem, das muss ich gucken, ob da Socken draus werden. Ich weiß nicht mehr, wie viel das war. Das ist auch eine Färbung, die ich mit den alten Farben hatte und die ich schon nicht mehr machen konnte, die mir aber richtig gut gefällt. Und zwar hieß die am grünen Wasserfall. Die wollte ich unbedingt wieder haben und so sieht die aus. Und die ist mir auch ziemlich gut gelungen. Ja. Die beiden Probefärbungen habe ich gemacht. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich diese vielleicht die Woche anspinne. Da habe ich also echt Lust dazu, die anzuspinnen. Und ich habe ja auch noch mein zum Anspinnen. Also ich habe ja hier noch genug liegen. So. Das war jetzt wirklich aber alles, was ich an Spinnfaserricken habe. Job-Update gibt es diese Woche ja nicht. Erst nächste Woche. Deswegen zeige ich euch da jetzt auch keine Faser. Jetzt komme ich also zu den Wips. Und da fange ich mal an mit meinen Socken. Diese hier, das sind meine Socken, die ich Wonderwool Wales Socken genannt habe. Die Färbung heißt Pool Tight und einer ist da schon fertig. Das ist mein Rest. Gefärbt hat das die Jenny von Ule baut Jan. Und gekauft habe ich es in Wales, als wir auf dem Wonderwool Wales Wool Festival waren. Da gibt es auch ein Video von mir, das findet ihr bei YouTube, weil das war richtig ein Erlebnis und richtig schön. Jetzt zeige ich euch den zweiten. Da, wo der Marker hängt, war ich das letzte Mal und ich habe die komplette Ferse rangestrickt. Die Fersenwand, die Herzchenferse und die Zwickelabnahmen hier vorne oder Spickelabnahmen habe ich auch schon gemacht. Zwickelabnahmen, ei Gott. Also heute kommen wieder Worte in meinen Kopf, ich muss ja echt aufpassen. So, so sieht's aus. Das sind die Socken, die ich immer meistens bei der Bildbearbeitung oder so stricke, wenn ich das Video bearbeite. Ich hatte sie nirgends mit, also von daher ist nur ein Stück weitergegangen. Macht aber nichts. Es hat ja Zeit. Jetzt, ja, mehr muss ich euch also nicht sagen, stricke ich wie immer auf meinen Holz- und Steinnadeln. Ich habe noch mehr Wips. An allen Sachen habe ich nicht weiter gestrickt, aber an einigen. Unter anderem an meinen Ranunculus, den hatte ich mit bei Sabine. Auch weil ich ihr das mal zeigen wollte, weil es ja aus dem Garn ist, was ich bei ihr gekauft habe. Und zwar aus dem Tussa Tweed von BC Garne. Der läuft 250 Meter auf 50 Gramm. Und so sieht er aus. Ich habe die braune Variante mit dem Blau drin gewählt. Und das Ganze wohnt hier in meiner schönen Tasche von der Tina. Ja.
Da bin ich ein Stück vorangekommen. Das ist ja jetzt Mindless Stricken. Ich hatte euch da letzte Mal gezeigt, dass ich die Ärmel abgeteilt habe. Und deswegen geht das jetzt ganz gut voran. Und ein kleines Stück habe ich dort gestrickt. Nur ein kleines Stück deshalb, weil ich noch ein anderes Projekt dort gemacht habe, was ich euch dann noch zeigen will. Und zwar, so weit bin ich gekommen. Hier ist mein Progress Keeper und hier unten bin ich jetzt. Und jetzt sieht man auch schon ein bisschen was. So sieht er aus. Und die Nadel, ich kann es jetzt nicht weiter rausziehen, aber ihr könnt es ja erkennen. Er wird richtig schön. Und das Muster, hier oben wird ein Muster reingestrickt. Das weiß ich nicht, ob ihr das jetzt seht. Ich glaube, das wird erst so richtig schnell. Mal schauen. So ist das Muster. Mal gucken, ob ihr es jetzt seht. Ich kann es jetzt nicht mehr sehen. Immer mal was Neues. Ja. Also das ganze Pattern strickt sich total gut. Also das ganze Muster. Ich kann das empfehlen. Das ist von der, muss ich wieder ablesen. Da. Midori hier Rose. Ich stricke die Größe 2. Und mit 4/5er Nadeln von Holz und Stein. Meine Rosenholznadeln. Ja, und das Muster ist eine Kaufanleitung, die findet ihr bei Revelry. Und es strickt sich mit diesem Garn total schön. Und es fällt auch total schön. Es gefällt mir jetzt viel besser, wie es vorher bei dem Top war. Also ich kann mir da schon vorstellen, da auch nochmal aus handgesponnenem Garn ein Ranunculus zu stricken. Man kann den ja auch mit langen Ärmeln stricken. Der Möglichkeiten gibt es da viele. Also man kann ihn mit weiten Kragen stricken, mit engen Kragen. Ich habe jetzt, glaube ich, so ein Mittelding. Also meiner ist nicht ganz so eng, so wollte ich es auch nicht. Aber ich finde den Kragen so sehr schön. Ich hatte auch mehr Maschen aufgenommen und habe diese Maschen dann hier unten nicht wieder abgenommen, sondern man nimmt ja hier sowieso zu. Das ist ja so ein Joke. Man nimmt hier sowieso zu und da habe ich einfach weniger Maschen dann aufgenommen, sodass ich wieder auf die Maschenzahl kam. Aber hier oben war mir das zu eng und das passt doch jetzt, glaube ich, sehr gut. Ich habe es ja noch nicht überprobiert. Ich könnte es mal überprobieren, dazu müsste ich es aber auf andere Nadeln ziehen und da habe ich einfach gar keine Lust, weil das Ganze ist so elastisch. Also ich denke mal, das wird schon passen. Ja, das ist mein Ranunculus. Da ist ein Stück weitergegangen. Also wie ihr seht, es ist nicht viel. Ich wollte ihn ja eigentlich tragen, aber ich glaube, ich kriege noch ein paar Chancen vom Universum. Nächste Woche sollen wir wieder 28 Grad kriegen. Vielleicht nehme ich ihn ja unterwegs mit. Nehme ich ihn mit? Eigentlich müsste ich ihn mitnehmen. Mal schauen, ich wollte eigentlich das Tuch mitnehmen, dass ich da dran mal weiterkomme. Ach je. Ach je, ach je. Ja, mein Ranunculus. Die Socken habe ich euch gezeigt und den Ranunculus. Woran habe ich noch weiter gestrickt? Bin ich eigentlich? Ach, ich bin mit dem Auto gefahren, genau. Weil ich ja zu Betty wollte, bin ich ja letzte Woche zu Sabine mit dem Auto gefahren und hatte keine Strickzeit in der Bahn. Weil ich habe mich gerade gewundert, dass ich keine Bahnsocken zu zeigen habe. Ranunculus. Tussa Tweed habe ich euch gesagt. Dann habe ich weiter gestrickt, im Prinzip nur an meinem Soyeux-Sweater und ich habe was Neues angefangen. Muss ja auch sein. Ich zeige euch erstmal das Neue. Das Neue basiert darauf, dass ich euch letzte Woche mein fertiges Garn gezeigt habe. Und so sieht es gewickelt aus. Mouse Meadow, ich bin wieder gerade hier bei dem schönen Grün, wohnt im Moment in meiner Needle Cozy von Schnüffeltier und daraus befreie ich es jetzt mal. Ups, Nadeln. Da liegt auch eine Nadel, die gehört hierzu. Ich habe einen kompletten Farbsatz gestrickt. Ich wollte einfach mal sehen, wie die Farben hintereinander die Streifen kommen und es gefällt mir richtig gut. Ich bin jetzt also schon bei der Fersenwand. So weit bin ich gekommen mit einem Mustersatz. Mit einem Farbsatz. Also sprich, diese Farben sind alle in dem Kammzug enthalten. Und ich habe jetzt alle einmal durchgestrickt. Das wären ganz normale Stino-Socken.
Und so weit bin ich. Und hier kommt jetzt wieder das Grün, mit dem ich hier oben angefangen hatte. Und zwar ist das mein Test gewesen. Ich hatte den Kammzug ja in der Mitte geteilt, wie ich es euch schon mal, da könnte ich euch auch mal ein Video drehen. Mache ich vielleicht auch nochmal. Den habe ich ja in der Mitte geteilt einmal und dann habe ich jede Hälfte sozusagen in drei Streifen geteilt. Nee, Quatsch. In vier. So. In vier Streifen geteilt. Das heißt, ich habe insgesamt 8 Streifen zu verspinnen, die dann hintereinander kommen. Ich habe es deswegen gemacht. Warum habe ich das eigentlich gemacht? Weil sich das leichter spinnen lässt. Genau. Weil sich das leichter spinnen lässt. Ich könnte das natürlich auch den ganzen Kammzug einfach in 4 Teile teilen und den dann hintereinander weg verspinnen. Würde im Prinzip nichts anders ergeben. Aber es lässt sich leichter für mich spinnen mit so einem halben. So. Dann habe ich praktisch 8 so eine Streifen zu verspinnen. Außerdem ist man dann schneller fertig mit so einem Streifen. Man hat einen kleinen Erfolg bei dem Garn. Man muss es ja doch recht dünn spinnen wegen Varroa-Zwirn. So, ich habe also praktisch diese 8 Streifen und die sind zu meiner sonstigen Methode, wo ich nur, also wo ich 6 Streifen mache und 5 oder 6, also ich habe meistens 5, manchmal auch 6, je nachdem wie es ergibt, hat man aber viel dünnere Streifen, dann nur so wie das Grün hier oben sind dann alle. Und ich wollte jetzt mal ausprobieren, wie es mit 4 Streifen wird. Das kommt natürlich immer auch darauf an, wie ihr die teilt. Man kann die nicht exakt teilen. Also das funktioniert nicht, dass man die so in 4 gleiche Streifen macht. Funktioniert nicht. Und deswegen habe ich jetzt hier im Prinzip 4 Streifen, wie sie kamen, also wie sie sich teilen ließen, möglichst gleich oder ähnlich, aber das funktioniert halt nicht. Also sie sind schon unterschiedlich. Aber ich habe eben auch die Breiten dabei. Und das finde ich total toll, dass ich jetzt so breite Streifen da habe. Das gefällt mir. Also das ist jetzt bei 4 Abteilungen sozusagen 4 Streifen rausgekommen. Was bei 5 rauskommt, das habt ihr öfter meine Socken schon gesehen. Nur 3 würde ich jetzt nicht machen, weil dann wären mir die Streifen zu breit für Socken. Bei Tüchern sieht es anders aus. Bei Tüchern könntet ihr im Prinzip den ganzen Kammzug nacheinander wegspinnen und trotzdem würde es in einem Tuch mit dem Farbverlauf total toll aussehen, ne? Weil ihr dann sozusagen zweimal den Farbverlauf habt. Einmal so runter und einmal so runter. Also einmal durch. Das sieht total toll aus, wenn ihr ein Tuch draus stricken wollt. Aber bei Socken kann ich das nicht empfehlen, weil dann habt ihr zum Beispiel in dem Grün fast den ganzen ersten Socken und dann kommt vielleicht noch das Grün und ein bisschen davon und dann die restlichen Farben kriegt ihr dann gar nicht mehr richtig rauf auf den ersten Socken oder gar nicht mehr rauf. Ja, und das sieht dann halt nicht so schön aus, finde ich. Kann ja jeder machen, wie er möchte. Das habe ich hier von meiner Spule. Dreck, muss ich aufpassen. Fett. Ja. Das sind meine Mouse Meadow Socken. Und die werde ich auf alle Fälle mitnehmen. Daran will ich ganz, ganz bestimmt weiter stricken. Stricke ich auch auf mein Holz- und Steinnadeln. Muss ich auch gleich wieder verpacken, dass ich hier die Nadeln nicht alle verliere. Mausmeadow angestrickt. Das Garn ist dann doch ein bisschen dicker, als ich es eigentlich geplant hatte. Ich weiß nicht warum. Ich habe deshalb nur 56 statt 60 Maschen angeschlagen. Und das wird halt wieder mal, also so dünn wird das Paar jetzt nicht, aber es ist schon ein Paar, was nicht so dünn ist, wie meine Socken sonst sind. Aber ich sag mal wieder, es ist etwas dicker wie diese Stärke. Aber es macht mir nichts. Man braucht ja auch mal dicke Socken. Man zieht ja im Sommer dann sowieso nicht so die Wollsocken an. Und sobald es kühl ist oder zum Drüberziehen oder in die Schuhe, ziehe ich im Winter gern etwas dickere an. Und ich habe noch nicht so viele davon. Ja, ein neues Projekt angestrickt. Mouse Meadow. Ja, da freue ich mich. Jetzt habe ich noch Miss Sophie in der Schublade liegen, aber die ist ja zweifach verzwirnt, weil ich da nicht so viel Fasern hatte. Mal gucken, wie die zweifach verzwirnt wird. Aber ehrlich gesagt habe ich Lust, Miss Sophie auch nochmal für Socken als Navajo-Zwirn zu haben. Mal schauen. Vielleicht stricke ich aus der Miss Sophie auch keine Socken und sondern nehme die dann für was anderes. Das kann durchaus sein, dass ich mir die liegen lasse und nicht für Socken stricke, sondern mir die Miss Sophie nochmal färbe.
weil die Farben nacheinander, ich glaube, das wird richtig schön. Ich habe die Missouri bei euch ja schon öfter gesehen und das gefällt mir richtig gut. Ja. Freue ich mich sowieso, dass ihr so schön meine Färbung da strickt, dass ich die auch sehen kann, weil ich schaffe es ja eh nie alle zu stricken. Das ist ein Utopium, was ich mir da gesetzt habe. Zumal ich ja immer neue dann mache. Ne? Also ich mache, naja. Also ich habe mal in meinem Buch geguckt, da ich habe schon ganz schön viele Färbungen jetzt die ganze Zeit, wo ich das mache. Ja. So, jetzt komme ich aber zu dem Projekt, an dem ich hauptsächlich weitergearbeitet habe, weil ich einfach so neugierig bin, weil ich es gerne tragen möchte und weil ich mit einem mal ein Stück mehr weiterkommen wollte. An meinem Kleid habe ich nicht gestrickt. Da war die Zeit einfach nicht da. So, das ist total komisch, jetzt zu euch zu reden und ich sehe überhaupt nichts. Ich rede jetzt ins Ungewisse. Es ist aber eine gute Übung, loszulassen. Ja. So, da ist mein Projektbeutel, den ich von der Heike bekommen habe im Tausch gegen die Nadel. Und da wohnt mein Projekt drin, das aus diesem Heft ist. Das ist das Pompon-Magazin Nummer 21. Und ich stricke daraus, habe ich euch ja schon öfter mal gezeigt. Hier ist so eine schöne Jacke drin, habe ich gerade gesehen. Naja, gut, das sind wir jetzt nicht. Ich stricke daraus in so Reißwetter. Und zwar stricke ich den aus meinem handgesponnenen Garn. Und was soll ich euch sagen? Das ist der zweite Knäuel, den ich jetzt angefangen habe. Den habe ich gewickelt. Das ist meine Kitzig, ja, Kit Mohair Seide. So. In der Oak Forest Färbung. Das ist ja ein Teil davon. Und das ist der Rest von meinem ersten Knäuel, den ich gewickelt hatte. Ich habe euch nochmal hergeholt, den zweiten, also den anderen. Ich habe ja noch, ich habe vier insgesamt davon. Das ist jetzt der zweite. Den muss ich jetzt wickeln. Und dann geht es damit weiter und die beiden werden ja zusammen verstrickt. Das ist die Honigmaus. Rambouillet Pearl ist da drin und Shetland Banane Seide, jeweils ein Faden, die ist verzwirnt. Und der andere ist ja ein Single. So, das ist ja sozusagen, aus was ich den Soreeswetter stricke. Und ich bin da ein ganzes bisschen weitergekommen. Also die meiste Zeit habe ich wirklich daran gestrickt. Das letzte Mal hatte ich euch ja gezeigt, dass ich die Ärmel stillgelegt habe. Da wird von unten nach oben gestrickt. Das ist logischerweise eine Kaufanleitung von Emily Foden, weil er ja in dem Pomponheft ist. Ja, ich weiß nicht, ob es die Anleitung auch so gibt oder ob es das Pomponheft noch gibt. Das kann ich euch nicht sagen. So, er sieht jetzt im Prinzip so aus. Und er hat an der Seite ein schönes Muster. Was ich jetzt dadurch, dass ich ihn ja hier im Prinzip, da habe ich euch auch mal richtig schön zeigen kann. So sieht das Muster aus. So, ich habe das Rückenteil fertig gestrickt. Hier, wo mein Marker hängt, war ich das letzte Mal und das Rückenteil habe ich hochgestrickt. Hier oben ist der Ausschnitt und hier diese Maschen habe ich stillgelegt, weil ich die ja noch, da kommt die Schulter ja dran. Die wird dann sozusagen angestrickt. Und auf der anderen Seite bin ich jetzt so weit. Also im Prinzip, dieses ganze Stück ist da auch noch dran gekommen, von hier ab. Und das ist jetzt das Vorderteil und es ist fast das ganze Vorderteil. Also ich muss, glaube ich, noch eine Reihe. Ja, eine Reihe muss ich noch eine Rückreihe stricken, dann bin ich an den Schulterabnahmen, also praktisch hier diesen Ausschnitt am Ausschnitt, wo die Schulter hochgestrickt wird. Eine Reihe? Ne, drei, glaube ich. Ich glaube drei. Ja, ungefähr so, also nicht mehr viel. Das habe ich jetzt noch geschafft und es lässt sich super stricken. Ich stricke die Größe 2, ich stricke es mit Vierernadeln, auch mit meinen Holz- und Steinnadeln, mit den Ebenholz. Mit denen stricke ich total gerne, da brauche ich auch noch mal welche. Und ich habe mir nämlich hier alles aufgeschrieben, deswegen muss ich das hier mal ablesen, weil ich weiß es jetzt gar nicht mehr so.
Fürs Rückenteil habe ich insgesamt 150 Runden gestrickt. Für meinen Teil. Weil ich habe es ja verlängert. Es ist ja nicht mehr das Originalgröße 2 von der Anleitung, sondern ich habe es verlängert. Weil ich am Bauch unten keinen freien Bauch haben will und das war mir alles zu kurz und zu heikel und mal gucken, wie das dann wird. Das Rückenteil habe ich also verlängert und musste deswegen ja oben, damit das wieder passt, mehr, also praktisch noch dran zählen. Ne? Und deswegen habe ich 150 Runden und ich weiß gar nicht, ich überlege jetzt, ob das von unten war oder ob das nach dem ersten Mal, das ergibt sich aus dem Muster. Also dieser lange Absatz, wenn ihr das strickt, dann seht ihr ja diesen langen Absatz, wo man dann immer nur das Muster wiederholt, da habe ich 150 Runden. Ich weiß jetzt nicht, ob das von unten gezählt war schon oder ob unten erst eine Einteilungsrunde kam und ein Mustersatz und dann, das weiß ich nicht mehr. Auf alle Fälle 150 Runden und bei dem anderen brauche ich 130 und da habe ich jetzt, glaube ich, 129. Und dann kommen immer noch zwei Runden dran. Und danach geht das Abketten los, hier vom Ausschnitt. Und danach strickt man die Schultern hoch, dann werden die verbunden mit dem anderen Teil und dann ist der Körper fertig. Und dann muss ich die Ärmel stricken. Ja. Und ich staune total, wie weit ich mit der Wolle gekommen bin. Weil, überlegt mal, ich habe dieses ganze Teil, und das ist ja relativ breit, und das Vorderteil habe ich mit einem von meinen Bobbles gestrickt, hier von meinem. Da hole ich mal aus. Von dem musste ich schon ein bisschen eher anstückeln, aber auch jetzt erst zuletzt. Es ist Wahnsinn. Warum habe ich eigentlich so viel Wolle gesponnen dafür? Naja, ich habe ja noch die Ärmel. Vielleicht fressen die ja so viel. Ja. Also ihr seht, das wird richtig schön. Ich freue mich. Ich kann es natürlich jetzt nicht überprobieren, weil von unten. Aber gut. So sieht's aus. Ja, das ist mein Soyer-Sweater. Habe ich euch dazu alles gesagt? Emily Pfoten. Ja, aber das findet ihr ja. Stecke ich wieder in meine Tasche. Der geht nicht mit, weil da bin ich ja jetzt an einem komplizierten Teil sozusagen, wo ich dann abkette und die Schultern dran stricke. Und den kann ich maximal wieder mitnehmen, wenn ich die Ärmel stricke. Aber auch das mache ich eher selten, weil Ärmel stricken jetzt unterwegs ist nicht so meins. Ich habe ja genug andere Projekte. Ich habe ja genug Socken und ähnliches. Ja. Das war es soweit von mir. Ich habe totale Anstricklust gehabt diese Woche, habe mich aber dann, als ich die Anstricklust hatte, immer mit den kleinen Söckchen abgelenkt. Ja, ich konnte mich damit überlisten, aber trotzdem, ich würde gerne einen Handschuh noch anstricken, obwohl ich einen Handschuh auf den Nadeln habe, aber ich würde noch einen dicken Handschuh anstricken, weil ich will gerne meine Wolle, die ich von Barber Black Sheep habe, dafür verwenden. Da habe ich eine Idee im Hinterkopf, da habe ich mir auch schon ein Muster rausgesucht. Und dazu habe ich Lust, ich will an meinem Kleid weiter stricken, aber ich weiß nicht, ob ich dazu komme. Denn ich will auch spinnen, beziehungsweise zwirnen. Ich will meinen Lila Lolli fertig zwirnen und dann will ich den Stonebridge mal testspinnen, weil ich den ja mit färben will. Und ich wollte ihn aber erst testspinnen, aber eigentlich, warum eigentlich? Der gefällt mir total. Ich weiß es nicht. Das sind so meine Pläne. Morgen Lüneburg, ich freue mich total. Muss auch ziemlich früh los. Fahre dann von dem mir nächsten Bahnhof hier nach Hamburg. Und da steige ich um und da treffe ich mich mit der Brit und mit der Andrea, glaube ich, und mit einer Freundin noch. Und da fahren wir gemeinsam nach Lüneburg und abends fahre ich wieder zurück. Ja, so ist mein Plan. Mal schauen, wie das wird. Und ich bin gespannt aufs Wollfühlfest. Ich habe mir eine Fahrkarte, nicht eine Eintrittskarte schon vorher gekauft. Da ist auch ein Goodiebag dabei und ich werde euch dann nächste Woche berichten. Ja, ansonsten gibt es nichts weiter bei mir. Dann mache ich jetzt mal einen Break. Wünsche euch eine schöne Woche. Hängt das Video noch hinten dran und habt's fein. Strickt viel, spinnt viel. Wir sehen uns nächste Woche hier wieder und
Dann haben wir schon die 65. Folge und es gibt auch wieder ein Shop-Update nächste Woche. Ja. Tschüss! So, meine Lieben, guten Morgen. Ich wollte euch ja das Kadir-Video drehen und da habe ich meine Kadir-Maschine aufgebaut und ich habe die Locken hier, die ich im Blauholz gefärbt habe. Das sind die kompletten Kurzwoltlocken, die ich noch übrig habe, die ich noch nicht vorkadiert habe. Hier ist auch so ein bisschen was grün geworden. Da war wahrscheinlich Zwiebelschale mit dabei. Also die sind richtig schön geworden. Bevor ich jetzt anfange, die aufs Kadiertier zu geben, zupfe ich die mal ein bisschen auseinander, dass die nicht so aneinander hängen. Und vor allem, was ich auch mache, ich mache nicht so viel auf einmal aufs Kadiertier, weil das sonst zu fest hängt. So, ich habe hier schon mal angefangen, geguckt, ob es überhaupt geht. Ihr müsstet das jetzt eigentlich ganz gut sehen, weil ich muss das nämlich ein bisschen festhalten. So werden die einfach raufgedreht. Man kann natürlich hier auch Massen hingeben und dann drehen wie eine Verrückte, aber das mache ich nicht. Sondern ich versuche das immer ein bisschen auseinander zu machen und dann im Prinzip immer nur wenig. Das kostet zwar mehr Zeit, aber ich finde, das Ergebnis am Ende ist besser. Ich schneide euch das Video dann wieder zusammen, weil ich das ja jetzt hier eine Weile brauche, sodass ihr die wichtigsten Informationen habt. Ihr seht schon, das ist ein ganz schön bisschen Kraftakt hier, weil die Locken ganz schön noch zusammenkleben vom Färben. Und vor allem mache ich auch nicht so viel rauf. Also ich habe jetzt das bisschen mache ich jetzt hier noch rauf. Und ihr seht, es ist hier schon ganz schön nach oben gekommen. Voll ist es natürlich nicht, aber so will ich es auch nicht haben, weil sonst geht es dann umso schwerer und ich muss es umso länger kardieren. Man kann auch immer mal gucken, dass man sie gleichmäßig befüllt. So, so sieht es jetzt aus. Ich muss schnell gucken, dass ihr das noch seht. Jo, ganz gut. So. Das ist jetzt mein erstes bisschen, was ich jetzt für euch mal mache. Und das nehme ich jetzt im Prinzip runter. Dafür gibt es ja hier diesen Stab, dass man das runterholen kann. Und ihr seht schon, da ist noch nicht viel kardiert. Und das war jetzt das erste Mal, dass ich das kardiert habe. Also die erste Runde. So. So sieht es jetzt aus. Und jetzt ist es das erste Mal kardiert. Also ihr seht, es ist noch wunderbar lockig.
Aber so will ich es ja nicht. Und deswegen mache ich jetzt hier Streifen ab. Und die werden wieder kariert. Dabei ziehe ich es hier unten immer noch ein bisschen auseinander. Dass die Kardiermaschine nicht alles auf einmal einzieht. So, jetzt habe ich meine Menge das zweite Mal durchgezogen. Also ihr seht schon, am Anfang ist das erstmal ganz schön Arbeit, weil die anderen, die ich euch letztes Mal gezeigt hatte, die hatte ich ja schon zwei oder dreimal vorkardiert. Und selbst da mussten wir dann noch zweimal machen. Und das war jetzt praktisch hier Nummer zwei. Jetzt nehme ich das hier wieder runter. Und jetzt sieht es schon so aus. Also es ist schon besser. Aber das gefällt mir immer noch nicht, denn wenn ich das spinne, kriege ich hier immer so eine dazwischen, die überhaupt noch nicht wirklich kartiert sind. Und jetzt seht ihr, das ist schon ziemlich voluminös hier geworden. Und deswegen kann man am Anfang nicht so viele Fasern da reinmachen, weil das wird ja immer fluffiger. Und damit mache ich jetzt im Prinzip das Gleiche. Es kommt das dritte Mal. Also ihr müsst dann immer ein bisschen vorspulen. Thank you.
Weil so schnell bin ich einfach nicht mit Kartieren. Und ich ziehe mir das hier vorne immer so ein Stück zurück, wie fast wie beim Spinnen, damit sie nicht so viel einzieht. So, das ist Nummer 3 gewesen. Jetzt nehme ich es wieder runter und dann gucken wir es uns an. Und ihr seht, es wird schon immer fluffiger. Da sind wir. So sieht es jetzt aus. Schön auch gemischt. Ich hatte jetzt auch das Grün hier mit reingepackt. Und so sieht es jetzt vorne aus. Und trotzdem habe ich hier noch Stellen drin, die würden beim Spinnen hier, die würden beim Spinnen dann praktisch so Knubbel ergeben. Und da ich das nicht will, kartiere ich es jetzt nochmal. Ich schneide aber jetzt mal das Video, also ich halte es an und dann mache ich weiter und schneide es euch. Jetzt habe ich das vierte Mal kartiert und nehme es für euch runter. Und seht ihr, es wird schon immer besser und immer fluffiger. Also ich habe ja jetzt nur ziemlich wenig Fasern genommen für das Bett, um es euch zu zeigen. Dann wird viermal kartieren schon reichen. Wer noch fluffiger und feiner das haben will, kann es noch ein fünftes Mal kartieren. Ich gucke es gleich mal an, aber ich glaube, mir reicht es so. So, jetzt ist es schon so fein, dass es unten zusammendrückt. Das ist jetzt praktisch das vierte Mal kardieren. Und hier sind immer noch Stellen drin, wo man es halt noch ein fünftes Mal kardieren könnte. Oder hier ist noch eine Stelle, die noch nicht richtig... Aber mir reicht es so und ich kann es jetzt hier ganz fein auch ausziehen. Beziehungsweise reicht es mir wirklich. Ach, ich mache es noch ein fünftes Mal durch. Und wenn ich es dann ein fünftes Mal gemacht habe, dann kann ich es wirklich fein spinnen. Bis gleich. So, jetzt habe ich das fünfte Mal kardiert. So sieht es jetzt aus. Also das Kardieren ist wirklich bei Rohwolle, also ich rede jetzt nur von Rohwolle erstmal, ist es das A und O. Also wirklich, was ich beim Kardieren an Zeit einspare, das bezahle ich hinten beim Spinnen. Also das Garn wird dann nicht so schön. Und ich fluche rum, weil ich da irgendwas raussammeln muss und Knüppel rausmachen. Und das kann ich mir alles sparen, wenn ich beim Kardieren schon ordentlich arbeite. Also das ist jetzt fünfmal kardiert. Und ich hatte ja im Prinzip auch nur wenig Wolle, also wenig Fasern da reingemacht. Bei der Art von Kardieren mischen sich natürlich die Farben absolut. Das heißt, wenn ich das nicht will, dann muss ich die Farben einzeln machen, so wie ich es jetzt im Prinzip auch mache. So sieht es jetzt aus. So, jetzt haben sich die Farben total vermischt und ich habe jetzt im Prinzip nur noch eine Farbe aus dem Schimmer. Zwar hier ab und zu noch mal ein bisschen dunkles Lila raus, aber im Prinzip ist das jetzt so ein verwaschenes Rot-Lila, was ich hier rausbekommen habe, weil ich hier das Grün mit drin hatte. Mir ist es aber egal. Mir ist es lieber, dass das Bett wirklich schön fluffig ist. Und das ist es jetzt und ich kann es jetzt wunderbar spinnen. Und guckt mal, wie schön groß das jetzt ist. So sieht es aus. Beziehungsweise kann ich es jetzt auch wieder einrollen. Das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen. Aber ich will jetzt auch nicht mehr umschwenken hier. Und dann habe ich hier ein großes, fluffiges Bett. Ja.
Und wenn ihr Farben mischen wollt, dann empfiehlt sich's halt, die Einzelfarben zu kardieren und dann sozusagen entweder nochmal das gibt zu mischen, also je nachdem, wenn ihr eine gemischte Farbe haben wollt, zum Beispiel irgendwas meliertes, was aber nicht so sehr durchkardiert ist, dann könnt ihr die Farben untereinander mischen oder ihr legt verschiedene Farben nebeneinander, dass ihr euch einen Farbverlauf produziert. Dreht es dann noch einmal durch und habt euren Farbverlauf, wenn ihr hier fertig seid und könnt das verspinnen. Ja, das war's soweit. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr gerne unter das Video dann Fragen schreiben. Dann antworte ich da noch, soweit ich das weiß und kann. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Da habe ich euch jetzt alles gezeigt, was ich an Kardieren mache. Meistens kardiere ich nur Rohwolle. Beds mache ich ganz selten nur noch. Ja. Und man kann die jetzt wunderbar spinnen und ich zeige es euch dann, wenn ich das Garn versponnen habe. Bis gleich!